Der Astronaut Thomas Reiter ist endlich wieder daheim in Rastede im Ammerland. Er begann seine letzte Mission am 4. Juli 2006 mit dem Start der US-Raumfähre Discovery. Zwei Tage später meldete er sich auf der internationalen Raumstation ISS als Flugingenieur zum Dienst. Am 22. Dezember letzten Jahres kehrte er gemeinsam mit einem schwedischen ESA-Kollegen an Bord der Discovery zurück zur Erde. Die Gemeinde Rastede bereitete ihm einen Empfang im Palais und im Rathaus. Eine gute Gelegenheit, dem Astronauten ein paar Fragen zu stellen. Herr Reiter, die ISS ist ja auch eine Wohngemeinschaft. Gibt es da eigentlich Staub und Dreck? Sind die Aufgaben im Haushalt aufgeteilt oder anders gefragt? Wer feudelt mal eben feucht durch und wer bringt den Müll runter? Selbstverständlich gehören diese Aufgaben mit zum Standardarbeit. Dies ist der Banner in Form eines vergrößerten Fotos anlässlich der Landung Sky Shushu Nummer 13 in der Welt, genannt die 13, und als erster Mensch mit einem 400-Meter-Banner geflogen. Anerkannter Weltrekord und anteilig auch zugunsten für PR Kinder Parkinson. Dieser Banner dient als Hintergrund für ein Nachinterview, sowohl für die Partner des Fluges in St. Hilary zum 19.09.009, wie auch für die PR Kinder Parkinson Galacom.tv. Nehmen Sie ein paar Augenblicke mit, wie so ein Banner entsteht und mit welchem Puzzleaufwand der realisiert wird. Die Perfektion eines Ganzen liegt im Detail. Kapsel zurückkehren. Ansonsten haben wir natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, dort oben Erkrankungen zu behandeln. Es ist in einer Crew immer einer der Mitglieder für medizinische Notfälle ausgebildet, der dann über viele Monate in der Notaufnahme mitgearbeitet hat. Es werden alle Crewmitglieder bei der Behandlung von gewissen Zwischenfällen, sei es, dass jemand einen elektrischen Schlag bekommt, Herzstillstand hat, beispielsweise bei den Außenbordeinsätzen einen Anzugleck schlägt und nicht rechtzeitig in die Luke zurückkommt, man muss Wiederbelebungen machen. Das wird regelmäßig in der Ausbildung durchexerziert mit den Geräten. Man hat Defibrillator oben, man hat entsprechende Medikamente oben und ja, alle anderen Sachen, also angefangen von kleinen Wehwehchen, dass man sich irgendwie mal einen Finger schneidet oder irgendwo stößt oder einen Muskel zerrt.